damit herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir sind aktuell, wie ihr ja schon gesehen habt, in der Türkei. Und heute mal ein bisschen was anderes. Golfplatz habt ihr ja schon gesehen. Videos sind hier oben verlinkt. Gerne vorbeischauen. Und heute zeigen wir euch einfach mal ein bisschen das Hotel und gehen auch gleich nochmal an den Strand. Jetzt allerdings erstmal das Zimmer. Liebe Leute, hier stehen unsere Golfbags. Hier haben wir zu unserer Rechten unseren Kleiderschrank, relativ unspektakulär. Und hier geht es dann ins Badezimmer, hier das Waschbecken, hier geht es zur Toilette. Und hier geht es dann auf unseren Balkon, von dem man auf den Pool kommt und auf so ein paar Ferienhäuser, die hier auch noch stehen, von dieser Hotelanlage. Und da hinten seht ihr auch das Meer und den wunderschönen Golfplatz. Also herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite aus. Plan ist jetzt, wir haben gerade eben schon 9 Löcher gespielt und jetzt werden wir erstmal in Richtung Strand gehen und ich bin echt gespannt, ob sich was verändert hat im Vergleich zum letzten Mal, weil letztes Mal war es ein bisschen schockierend, was wir da auf jeden Fall gesehen haben. Also wir gehen weiter. Kurzer Einschnitt nochmal, Leute. Wir sind gerade in Antalya gelandet und jetzt hier von diesem wunderschönen, also wunderschönen Geschmackssache natürlich, ne, aber auf jeden Fall ganz coolen Bus abgeholt worden. Und der Kollege, also der Fahrer, hat uns hier den Fernseher angemacht. Die haben hier Smart TV, YouTube und wir haben natürlich erstmal direkt unser eigenes 50-Abonnenten-Special angeschaut. Also auf jeden Fall auch sehr schöner Beigeschmack. Und jetzt weiter mit dem Video. Die Idee von dem Video hier ist, euch das ein bisschen zu zeigen hier, um euch dann vielleicht eine Empfehlung auszusprechen oder halt auch nicht. Und der erste Blick hier auf erstmal, als ich das gesehen habe, sieht auf jeden Fall eher aus wie ein Lost Place. Also hier, wie das da unten so gefühlt verrostet ist, bisschen beängstigend. Aber Zimmer habt ihr gesehen, sind also auch echt viel schlecht. Aber man kann auf jeden Fall so leben. So, also ich möchte ganz kurz die Eingangshalle zu zeigen. Dann ist da noch die Rezeption und hier geht es dann weiter in Richtung Strand und da werden wir uns jetzt auch hinbewegen. So, wir sind jetzt unten bei der Pool Area. Hier sind unglaublich viele Pools, da ist so ein Kinderpool auch noch und viel, ganz, ganz viel von allem dort. Und als wir vor 2 Tagen oder 3 Tagen, als wir angekommen sind, das ausgecheckt haben, war hier keine Menschenseele. Das war komplett verlassen, hier sind immer noch komplett alles drin. Ja, und die Bar hier sogar hat jetzt auch aufgemacht und jetzt gehen wir nochmal weiter zum Strand und schauen, ob da noch jemand ist. Okay Leute, also ich hatte schon seit ein paar Jahren mal so eine Bucketlist, immer wenn ich im Urlaub am Strand war, hatte ich hier mal richtig Bock auf Golf und ich konnte das natürlich nie machen, weil hier viel zu viele Menschen waren. Und das werde ich jetzt mal nachholen, weil hier ist einfach komplett niemand. Komplett leer. Ich habe hier extra einen Schläger mitgenommen, weil es beim ersten Tag auch so war. Bälle werden wir danach natürlich wieder einsammeln, jeder sonst überhaupt nicht. Hey, moin. Ich hoffe, man hört mich hier mit den Wellen. Ich habe gesagt, man sollte auf jeden Fall öfters, also ich sollte öfters am Strand spielen, weil einfach perfekt gerade. Jetzt gehen wir mal weiter und sammeln den Ball direkt wieder ein. Wir wollen ihn natürlich nicht so liegen lassen. So, Max. Max hat seinen Ball und hier ist auch mein Ball. Hat sich hier richtig eingekratert. Also Leute, wir haben alle Bälle wieder richtig eingesammelt. Oh, okay. Auch wenn die Rutsche nicht von mir gebaut ist, der Strand ist okay. Ja? Also wir haben, also ich war schon auf dem Deck am Strand, ne? Also sehr viel Kies und Müll. Aber man sieht auf jeden Fall, wie die hier daran arbeiten gerade, dass der Strand sauberer wird. Und das ist eine Geisterstadt, das liegt daran, dass das Hotel noch nicht wirklich geöffnet ist. Und das wiederum, dass wir überhaupt hier sind ungefähr 200 Gäste momentan. Und das sind alles Golfer. Also eigentlich ganz cool, man ist hier unter Gleichgesinnten. Und essen jetzt momentan auch nur im Golfhaus. Und sonst sind hier normalerweise 3000 Gäste in der Hochsaison und jetzt sind 200 da und alles nur Golfer. Das erklärt auf jeden Fall einiges und jetzt zeigen wir euch nochmal den Rest der Anlage. Ich bin jetzt hier auf der Bühne und hier ist einfach niemand. Wir sind hier in so einem Animationsbereich, denke ich mal, ist das hier. Das ist auf jeden Fall ja, auch verlassen, deshalb kann man hier jetzt machen, was man will. Genau, und wir schauen uns jetzt nochmal die anderen Bereiche an, was wir noch so finden. Also hier ist nochmal etwas, was eine Boccia-Bahn darstellen soll. Es würde sagen, muss auch nochmal ein bisschen gemacht werden, ne? Ja, also das ist ja... Hui.
So, wir laufen jetzt weiter und hier ist auf jeden Fall auch noch sowas wie ein Bootshaus. Viele Katamarane gelagert, was auf jeden Fall cool ist, weil ich gerade habe sogar einen Katamaran-Führerschein und mache das auch echt ganz gerne, habe es mit meiner Mutter zusammen gemacht und es macht richtig viel Spaß und ich denke, hier mit dem Wind kann man das auch super machen. Hier sind dann nochmal so ungefähr 2.000-3.000 Liegen, die dann wahrscheinlich aufgebaut werden, wenn die ganzen Gäste da sind und ich würde sagen, wir schauen mal weiter, was wir noch alles hier finden. Also Herr Bademeister, irgendwie fehlt da das Wasser in deinem Rutschenpark hier, oder? Ja, so, das läuft hier unter dem Motto knochenbrechender Spaß tatsächlich. Wasser fehlt, wie man sieht. Ja, denke ich, liegt auch einfach daran, dass wir, ja, wie auch schon erwähnt, in der Off-Season hier sind. Aber denke ich mal für die Kinder, denke ich mal auch der Hochsaison dann ein relativ schönes Vergnügen. Also nach einer guten Außenansicht, hier ist der Wasserpark, wo wir gerade drin waren. Und hier sind dann also hunderte der Zimmer, die hier gibt. Die momentan alle unbewohnt sind. Es gibt ja gefühlt niemanden. Deswegen ist auch gar kein Problem, hier alles abzufüllen. Das ist natürlich der eine Kollege im Hintergrund. Ne? Also Leute, hier vor den ganzen Felsen, ist hier man sieht auch noch mal ein Pool. Ja? Ich glaube, das ist auch der, auf dem wir von unserem Zimmer aus. Nee, unser Zimmer ist auf der komplett anderen Seite. Ja, ich bin lost. Ja, es ist zu groß hier, um sich zurechtzufinden. Ja, das war noch alles geschlossen, als wir gekommen sind. Jetzt bedienen wir uns erstmal. Mal schauen, was wir so finden, ne? Auf jeden Fall. So, jetzt live probieren. Ja, ich habe Butterbrot und die Suppe kann man nicht essen. So, hier ist unser zweiter Gang, also meine Hälfte davon. Und Max baut sich gerade noch seinen Burger. Auf jeden Fall gespannt, wie das jetzt schmeckt. Ja, dieser Burger, also die Essiggurke hat wirklich nach Chemie geschmeckt, also gar nicht gut. Und generell einfach sehr trocken und das Fleisch ist auch nicht gut, also kein Erlebnis. Also Leute, ich habe mir nochmal meinen vierten Gang jetzt geholt, weil die anderen hier, das war alles nicht ganz genießbar, ja. Aber das hier, Köfte, sehr gut. Mit gebratener Truthahn, gut gewürzt und schmeckt auch nicht so knorpelig oder so, was ich ja auch schon mal hatte, auch gut. Und hier dieses Hähnchen, oder was auch immer das ist, das könnte ein bisschen mehr Salz getragen, mache ich gleich drauf, aber das schmeckt auch gut. Also auf einmal positive Überraschung, man muss also so lange genug probieren und dann findet man auf jeden Fall was. Also ich habe jetzt nochmal einen kleinen Nachtisch da reingeholt und ich probiere jetzt mal alles und sag mir dann gleich mit dem Mann dazu. Ne? Also Obstsalat ist grundsolide, muss man sagen. Und was mich jetzt nicht sehr interessiert, sind die Oliven. Die schmecken sehr nach einem Glas. Und jetzt? So was würde ich eigentlich nie nehmen. So, ich weiß auch gar nicht, was das ist. Ne? Mal gucken. Aber das war da so und ich hab's mal probiert. Ne? Mal mitgenommen. So sieht das aus. So, Wackelpudding-mäßige Konsistenz. Das ist der Untergang. Dieser Keks hier ist auch viel zu weich und es zerfällt alles. Dieser Keks so, ist lecker, ne? Kuchen ist auch noch. Und der zweite Kuchen. Die Torte. Ein Highlight. Ich werde das meiste davon essen. Und dann machen wir weiter mit dem Video. Also Leute, wir gehen jetzt hier gerade durch so eine Verbindungsstrecke vom Hotel zum Golfclubhaus. Das ist natürlich sehr entspannt. Am Anfang haben wir das noch nicht gewusst. Dann haben wir aber zwei auch andere Deutsche getroffen, die haben uns dann darauf hingewiesen. Weil bislang sind wir immer so auf Umweg gelaufen. Das war natürlich nicht so schön. Aber so ist es auf jeden Fall ganz angenehm. Man kommt direkt zum Tor raus. Also Leute, so Leute, nach einer halben Ewigkeit, die wir jetzt hier Billard gespielt haben, also wir haben wirklich umeinander hergetanzt und jetzt Emil holt sich den Sieg.
Gutes Spiel. Danke. Okay, also die Sonne hat uns mittlerweile leider verlassen. Jedoch zeigen wir uns natürlich trotzdem euch wieder Trainingsmöglichkeiten. Und zwar ist hier einmal ein Driving Range. Und muss ich einmal dazu sagen. Ja, einmal 20 Bälle kostet 5 Euro. 30. Da kommt nur die Hälfte raus und dann muss er einmal auch nicht voll. Also das man gerade einfach machen. Range. Wir wollten ja eigentlich richtig viel Bälle kaufen und da üben. Das geht aber alles nicht, weil sonst wären wir jetzt arm. Hier ist das Champion Grün. Man muss sagen, die Grüns sind perfekt. Also die rollen einfach wundervoll. Hier sind auch coole Bunker. Da drüben ist nochmal so eine Pitching Area mit Fahnen. Da gehen wir gleich auch nochmal hin und zeigen die. Und jetzt gehen wir erstmal ganz kurz zu so einem Pot-Bunker und zeigen euch mal, wie tief die hier wirklich sind. Also ich bin hier jetzt in dem Bunker drin und zeig mal ganz kurz das Grün. Man sieht gar nichts davon. Das ist krass, ich bin sehr zufrieden. Also Leute, wir sind auf dem Pitching Area. Und hier kann man Schläge schießen. Bisschen kurz jetzt. Der erste Schlag hier, aber kann man hier auf jeden Fall auch super üben und jetzt zeigen wir auch euch das Putting. Also Leute, werden wir jetzt hier unseren Weg zum Putting Grün beschreiten. Man muss ganz ehrlich sagen, es sind hier sehr schöne Palmen, die wir hier sehen. Nochmal an der Stelle vielen Dank fürs Anschauen dieses Videos. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und da lasst auch gerne einen Kommentar. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann schreibt auch gerne, was ihr vielleicht verbessern könntet oder was wir verbessern könnten. Und danke fürs Zuschauen. So Leute, wir sind jetzt hier beim Putting Green angekommen. Hier machen wir uns auch vor jeder Runde ein bisschen warm, dass wir unsere Putts eingerollt haben. Auch hier ist das Grün wirklich sehr, sehr gut und die Löcher sind auch sehr gut gestochen, muss man sagen, für uns. Ja, da schlagen wir es gleich weiter. So Leute, kurzer spontaner Einschnitt hier aus unserem letzten 18-Loch-Spiel. Und es ist wieder passiert. Ich habe es erneut geschafft, so wie schon mein Driver einmal. Habe ich es jetzt hingekriegt, meinen Fairway zu himmeln. Diesmal weiß ich aber auch, woran es gelegen hat, weil ich genau hier getroffen habe. Also mittlerweile finde ich es auch einfach nur noch komplett lustig, muss ich sagen. Da ist hier so ein Zauberstab. Also, am Zauberstab. Also es ist ja auf jeden Fall immer noch wunderschön und alles. Wir haben auch heute wieder eine Card, weil letzter Tag dachten wir uns auch immer ein bisschen gönnen, ne? Ja, haben wir uns das gegönnt und gut. Ich habe meinen Abschlag zum Glück gut gemacht. Wir spielen heute wieder Scramble. Und wir dachten zum Abreisen nochmal eine schöne Teamaktion. Ja. Max hat auch unseren Rollen eine schöne Teamaktion ausgeliefert. Ja, einmal in zwei geteilt. Okay, jetzt geht's dann weiter mit dem Vlog. Also Leute, wir sind jetzt hier beim Abendessen, ja, und ich habe hier, ich weiß noch nicht ganz, was es sein soll, mit zuckerglasierten Teigring. Ich weiß nicht, und ich habe eben schon ein Stück probiert und normalerweise würde ich das liegen lassen. Aber nochmal für den Sinn der Wissenschaft. Schmeckt gut, ja? Boah, ey, da läuft es mir eiskalt im Rücken runter. Also das ist wirklich, man schmeckt nur das pure Fett. Also wirklich, also schlicht und ergreifbar nicht essbar. Also Leute, wir sind jetzt hier in unserem Transfer zurück zum Flughafen und bevor es jetzt dann zu der Bewertung vom Hotel geht und dann zu unserer Empfehlung, kommt jetzt nochmal ein kleines Highlight von unserer Fotogalerie. Also Leute, danke erstmal, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Freut uns auf jeden Fall sehr. Und zur Bewertung, das würden wir jetzt erstmal in drei Teile aufteilen. Erster Bewertungspunkt ist Essen und Getränke. Man muss sagen, die Getränke waren wirklich alle nicht gut. Ich trinke nicht so gerne Bier,
aber Max meinte, dass es auf jeden Fall ganz in Ordnung war. Und Essen, es gab bei jedem Essen immer ein, zwei, die essbar waren, aber sonst der Rest war nicht so genießbar. Ja. Und alkoholische Getränke haben alle nach Seife geschmeckt, also auch nicht ideal. Deswegen gibt es da von uns eine 4 von 10. Ja. Dann geht es weiter zu den Zimmern, wo man auf jeden Fall drin leben kann. Ihr habt es ja auch am Anfang vom Video gesehen. Die kriegen von uns eine 6 von 10, würde ich sagen. Ja, ist so. Und der Golfplatz, man muss sagen, sehr, sehr schöner Golfplatz. War unter den Top 100 Golfplätzen aus Europa 2020, was ja schon sehr besonders ist. Und das hat man auch auf jeden Fall gemerkt. Sehr schön, schöne Atmosphäre natürlich auch. Und Golfplatz geben wir eine 8,5 von 10, einfach aus dem Punkt, weil die Range-Punkte viel zu teuer waren. 20, also für 20 Bälle, 5 Euro, einfach nur frech. Das hätten wir auch richtig üben können, was natürlich auch cool wäre. Ja. Aber konnten wir leider so nicht, weil waren wir halt ein bisschen zu geizig für, ne? Ja, kann man so sagen. Aber generell, der Golfplatz hat es echt rausgerissen. Und insgesamt, auf was für eine Bewertung einigen wir uns? 7,5? Ja. Nee. Wir einigen uns auf eine 7. Ja. Und also wir würden sagen, also wir würden es Golfer empfehlen, die hier herkommen, um zu golfen. Also wenn ihr im Hotel bleibt, dann kostet es eigentlich gefühlt gleich viel hier, wie wenn ihr nur die Green Fees separat kaufen wollt. Also quasi das Zimmer und Essen ist fast einfach so gratis dazu. Gratis natürlich nicht ganz, ne? Aber wisst, wie ich meine. Und sonst, was ja komplett leer, wie ihr auch gesehen hattet. Ja, jetzt anderen Leuten, ehrlich gesagt, vielleicht kleinen Familien könnte man empfehlen, wenn sie sehr auf Budget reisen, aber sonst kann ich auch nicht weiter empfehlen. Ne? Ja, würde ich mitgehen. Alles klar. Dann wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr irgendwas Nützliches aus dem Video mitgenommen habt oder dass es euch einfach so gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn wir wieder auf dem Golfplatz sind. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.